Das passiert, wenn ihr Splatoon 2 um 10 Uhr morgens... Nein, fangen wir dieses Thema gar nicht erst an. Und damit, hello my friends and welcome back to Splatoon 2. Ja, ich spiele Herrschaft. Ich habe mir gedacht, es könnte mal wieder ein Video kommen, so. Obwohl ich eher Bock habe, live zu streamen das. Aber da dachte ich mir so, nee, wir können auch mal wieder eine Aufnahme machen. Und da ist so meine Frage, ob ihr Bock hättet, dass ich mal immer solche Best-ofs mache. Natürlich dauern die ein bisschen länger. Also, dass sie halt so aufwendiger sind, ist ja wohl klar. Weil ich ja mehr Schnitt und sowas alles setzen muss. Oder ob ihr euch denkt, nee, dann muss nicht sein, das ist völlig egal. Und es ist 10 Uhr morgens. Da habe ich meistens immer Zeit, lol. Und ja, und ich bin nicht eingespielt und ich muss erstmal mit allem klarkommen. Und das ist Herrschaft, mein Lieblingsmodus nicht. Kann ich scheiße auch mal anhalten? Hallo, das ist doch überall grün. Behindert? Ich sehe hier überall grün. Ich sehe hier nichts mehr. Dankeschön. Diese blöden Schwarmraketen. Die treffen mich nicht mal und trotzdem ist mein Schild weg. Weißt du? Das muss ich auch nicht verstehen. Wow. Das war richtig schlecht. Aber ich muss mich auch erstmal einspielen. Das ist ein bisschen kacke halt. Und das ist mein Hassmodus. Da bin ich A- und habe sogar einen Riss, glaube ich. Aber ich mag diesen Modus auch einfach null. Und ja, es stinkt. Schön, dass du von da oben immer schießen musst, weißt du? Habe ich einen Disconnect? Nee. Ein Trommelschwapper ist auch nicht gerade so geil. Ich hoffe, dass mein Team auch irgendwie gleich noch was reißen kann. Ein bisschen. Weil verlieren hätte ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Du kannst auch nur da oben gammeln, ne? Das Problem ist, ich komme da auch nicht hin so wirklich. Und die Zone lässt sich auch nicht wirklich umfärben. Man kennt es ja. Die ist immer instant in lila, aber nicht in unserer Farbe. Ich sehe hier überall nur grün. Hallo. Ja, nicht. Die muss komplett umgefärbt sein. Das regt mich... Oh. Das regt mich manchmal so richtig auf. So, jetzt sind wir aber jetzt hier an der Oberhand. Außer es kommt wieder Schwarmscheiße. Dann natürlich nicht so gut. Du regst mich immer richtig auf. Hallo. Und die Gegner haben gefühlt immer die Zone. Also, ich weiß nicht. Also, es ist einfach Herrschaft. Ich mag es nicht. Weil die Zone irgendwie gefühlt 100% eingefärbt sein muss bei uns. Und die Gegner brauchen nur eine Instabombe schmeißen und schon ist sie wieder umgefärbt. Das ist... Also, ich weiß nicht, wie genau das berechnet wird. Also, das ist auf jeden Fall eine dumme Berechnung. So, du gehst mir richtig hart auf den Sack und du musst mich natürlich wieder absnacken. Mates, der campt da doch. Leute, bring ihn doch... Dankeschön, ihr seid doch zu zweit. Ich wollte gerade sagen... Also, wenn ihr den jetzt nicht gemacht hättet, ne, dann hätte ich euch echt dran gezweifelt, so ein bisschen. So, du nervst garantiert. Ah. Das ist wieder so ein hässlicher Roller. Der mich natürlich noch mit Rest-Mit-Hit gibt, weil ich natürlich angeschlagen war und nicht so schnell regeneriere. Und nein, Regeneration bringt da für mich gar nichts. Ah, ich hasse es. Nein. Wir haben die Führung, Leute. Wir müssen dafür sorgen, dass wir sie behalten. Wir müssen die Führung behalten. Du kannst mich mal. Scheiß Roller. Gehst mir schon den ganzen Tag auf den Piss. Die ganze Runde gehst du mir auf den Piss. Lass das, hör auf zu färben. Ich will hier gewinnen, den Scheiß. Ah, ich hasse Herrschaft. Was ist euer Hassmodus? Habt ihr da so einen bestimmten, wo ihr sagt, ne, da gewinne ich so kaum oder das ist einfach Müll? Dann lasst es mich gern wissen. Also bei mir ist es immer Herrschaft gewesen. Naja, vorher war es eigentlich Goldfisch und jetzt ist es Goldfisch mein Lieblingsmodus. Aber jetzt hat sich das umgedreht. Vorher war auch Herrschaft mein Lieblingsmodus, aber es hat sich umgedreht. Jetzt ist Herrschaft mein Hassmodus. Naja, mal gucken, ob ich vielleicht sogar in diesem Part noch A oder A+, keine Ahnung, ob ich jetzt überhaupt noch einen Rang skippen kann. Was sowieso dämlich ist, ich mag das System einfach nicht. Das zeigt einfach, dass jeder Pfosten und so ist plus wieder. Also der Rang hat echt keinen Mehrwert mehr. Das haben wir aber schon 100-mal durchgegaut. Nein. Es ist immer so. Wenn ich 2 kille, tut mich da einer absnacken. Kannst du Sniper den jetzt bitte killen? Ich hasse Sniper im Team, ne?
Warum werden sie da noch nichts gehen können? Klar, manchmal bin ich auch so, aber das ist dann nur, wenn ich irgendwelche Kackwaffen spiele. Aber einen Rangkampf, wenn man da was erreichen will, ich weiß ja nicht, ob man da unbedingt Scheißwaffen spielen muss. Hör mal auf damit. Jetzt schon wieder einer, ne? Und warum ist die Zone dann instant umgefärbt? Weil ich da explodiert bin, oder was? Kann doch nicht wahr sein, Mann. Weißt du, dann kill ich wieder zwei und der letzte Bob da, der killt alle von meinem Team. Das ist nicht geil. Und wieso haben die jetzt schon die Führung? Das ist noch nicht wahr. So, jetzt habe ich wieder zwei gekillt. Und der dritte killt wieder alle, oder was? Das verstehe ich denn wiederum nicht. Dass ich schon zwei rausnehme und zwei Lappen da noch sind. Und aber mein ganzes Team zu blöd dafür ist. Die Sniper lässt sich auch gefühlt die ganze Zeit töten. Alter, die Zone, Junge. Wird die mich komplett verarschen? What the fuck? Alles klar. Ich hatte gerade mein Schild und der one-hitted mich. Willst du mich verarschen? Ich hasse ja immer noch die... Für mich ist ein Splat 2, das sind keine Spezialwaffen mehr. Das sind einfach nur solche random Waffen oder Funktionen, die einfach da sind. So. Nein, bitte nicht one-hitten. So, den Scheiß färbe ich hier weg, damit er ja nicht hochkommt. Ich hasse das nämlich. Ihr könnt alle schön da bleiben. Oh Gott. Wie man hier gefühlt alles killen muss. Das ist so heftig. Ja, danke. Wenigstens den einen dann jetzt noch umgebracht. Ich wollte gerade sagen. Hier, könnt ihr das jetzt noch? Die 5, 4, 3, 2, 1. Danke. Ich wollte gerade sagen, hätten die das jetzt noch umgefärbt und bekommen, ne? Ich wäre so... Ah, nee. Das muss nicht sein. Ich hasse das, wenn das immer bei 1 stehen bleibt. Und du dann 60 Sekunden Cooldown bekommst. Ja, das ist schön. Wenn du die noch wieder abgrasen musst. Ach. Richtig schlimm. Ja. Oh, noch zwei Matches. Dann, die ich natürlich gewinnen muss. Was nicht immer unbedingt der Fall sein wird, ne? Jetzt habe ich etwas gesagt, was ich hätte nicht sagen sollen. Weil, wenn man nämlich so etwas sagt, dann passiert es meistens, dass du einen schönen Lose reingedrückt bekommst. Und ich habe schon wieder Juli. Alter, willst du mich verarschen? Ich wollte die nicht. Es ist nichts gegen dich, aber... Nein! Wenn es nicht mit Sniper gut läuft, es gibt Tage, wo man mit Sniper gut ist und manchmal nicht. Und Herrschaft ist sowieso nicht geil dafür. Weil wenn du hier nur oben stehst und... Ach, bitte. Ja, klar! Natürlich hast du so viel Range. Ach, ist ja auch ein Dual-Bludgeon, ne? Habe ich ein bisschen unterschätzt. So, und Luca jagt jemanden, der hier in unserer Base will. Ob das jetzt schlau ist, ich weiß es nicht. Hallo? Ja, nee! Weißt du, ich habe da erst hingeschossen und dann kam aus meiner Tinte rausgeploppt, oder was? Und ich wollte die Snipper nicht. Ich wollte die nicht. Weil wenn sie da nur oben steht und nicht mehr die Zone färbt, dann bringt die mir rein gar nichts. Wenn sie auch nicht killen kann. Dann soll sie wenigstens die Zone versuchen zu färben. Das ist wenigstens etwas. So, Lu, hörst jetzt mal auf damit, weil du nervst. Na okay, jetzt haben wir wenigstens auch die... Ich weiß gar nicht, ob in die Bombenhagel gibt. Gibt es Bombenhagel noch? Ich habe keine Ahnung. Ja doch, ich glaube, Bombenhagel gibt es glaube ich noch. Ich weiß es nicht. Gerade habe ich echt keinen Plan. Ja, klar. Willst du mich gleich töten? Direkt? Durch Schild? One-Hitten vielleicht? Wäre so eine Möglichkeit, ne? Okay, nice. Alle gekillt. Vielleicht sollte ich mal versuchen, hier hochzugehen. Und die dann alle von oben wegzuklatschen. Das wäre so eine Möglichkeit. So. Das ist eine richtige Farm, Alter. Lulz. Kann man da nicht irgendwie hoch? Das wäre richtig chillig. Wenn die jetzt den gleichen Fehler machen, ne, dann lache ich ein bisschen. Dann lache ich mir schon dann ab. Nein. Nicht färben den Kirk. Hör auf damit. Oh lol. Also da kann man echt wirklich campen da oben, weil wenn du das nicht raffst und nicht mich von hinten wegmachst, dann bist du halt die ganze Zeit immer tot, ne?
Aber da auch erstmal hinzukommen ist so das Ding. Da müssen echt alle tot sein und dann da hingehen und dann gehen sie da ins Seil und dann da kann man mindestens 2-3 Kills absnacken. Und dann checken die das. Ah, die ist da noch oben. Wo die erstmal auf mich gehen, um mich wegzumachen. Aber dann kann ich auch dadurch noch ein bisschen Zeit schinden. Also ist nicht schlecht. Also da ist schon mal meine Taktik, habe ich da jetzt gefunden. Aber ob das immer so klappen wird, ist so die Frage. Und ob das auch so schön ist zu kämpfen. Naja, ist mir egal. Ein bisschen campen kann schon sein. Ne? Das ist schön, ne? So, Mates, ihr geht auf die Zone. Wir sind pissgelb. Das ist sehr schön. Und ich versuche irgendwie in die Gegnerbase zu gelangen. Oh Gott, das stinkt jetzt schon. Weißt du, wenn man nach oben ist, ne, gefühlt hat man irgendwie auch mehr Chancen so. Ach, du kannst mich mal. Was willst du? Lass meinen Kumpel in Ruhe. Ich hätte nichts getan. Oh, ihr seid solche kleinen Pisser. Hallo? Kannst du mal aufhören, auf Range zu gehen? Wie ich das hasse, ne? Wie sie dann immer direkt weggehen und auf Range gehen müssen. Oh nein, das ist Sprung. Nein, Team. Ich wollte diesen Rob-Drop nicht, ne? Ich wollte ihn nicht. Ich habe ihn gesehen in der Lobby und dachte mir gleich schon, nein, bitte, verschone mich. Mein Spiel war aber das. Aber es denkt sich so, nein. Natürlich mache ich es so. Weißt du? Nee. Was willst du denn? Ich wollte gerade sagen. Was willst du mit deiner Fuzzy-Range? Aber ich habe keine Tinte mehr. Mate, könnt ihr auch was machen? Da jumpt jemand hin. Alter, wollt ihr mich verarschen? Bring ihn doch um. Ich muss echt in die Gegnerbase, aber ich komme davon hier nicht hin, ne? Das ist ja richtig behindert. Sag mal, was ist dein Problem? Ja, wieso ist mein Schwein jetzt wieder weggepufft? Na, ich habe die wenigstens abgelenkt. Ja, ich habe sie doch angehittet. Du brauchst nur noch einen Hit setzen. Willst du mich verarschen? Ach komm, der ist jetzt da oben, dann jump ich da jetzt hin. Wenn du da oben schon bist, dann nicht umsonst. Leck mich. Ah, ich kann ja auch nicht alles alleine färben, ist das Problem. Was soll ich denn alles machen? Ich kann das nicht alleine. Deswegen hasse ich Herrschaft. Oh Gott. Geh, verpiss dich einfach. Hör mal auf zu rollen, ich hasse Roller. Warum stirbt ihr denn alle? Schön, dass du tanzen musst, Alter. Meine Fresse, ich hätte es gar nicht verdient zu gewinnen, aber mein Team ist zu dumm dafür. Weißt du, ich kann nicht alleine da oben kleben. Weißt du, da kann ich... Ich kann das nicht alleine färben, ist das Problem. Das geht einfach nicht. Und die Scheiße färbt sich auch nicht um, ne? Boah, ist das so verdient, dass du verreckst, Alter. Ist das so richtig verdient. Was bringt mir das hier eigentlich? Das bringt mir hier eigentlich null, ne? Ich kann hier campen, ja, wow. Was bringt mir das? Ein Scheiß bringt mir das, was? Alles klar, stirb halt nicht. What the fuck? Also, ganz im Ernst. Also, wenn mir jemand sagt, mein Team ist nicht schuld, dann bitte. Meine Fresse, Alter. Wie kann man dann meistens so schlecht sein? Ich check's nicht. Dann sind meistens die ganzen guten Spieler im Gegnerteam und ich krieg die 3 Bobs oder was. Willst du mich verarschen? Färb wenigstens die Zone. Irgendwie. Vor allem, die kriegen es schneller gefärbt als wir, ne? Das ist so richtig behindert. Kannst du dich bitte verpissen? Zone, kannst du bitte uns gehören? Dankeschön. Hat nicht lange genug gedauert. Du nervst, weißt du das? Du brauchst dich so hässlich rumrollen. Ich hasse diese... meine Fresse, ne? Diese ganzen Duelies. Komm, schon wieder ein Hit fehlt. Und den kriegt ihr einfach nicht reingedrückt. Jetzt... Aber es bringt nicht viel, weil wir immer noch nicht die Führung haben. Und wir sie auch anscheinend nicht kriegen. Weil sie bessere Waffen im Gegnerteam haben. Oh, du nervst. Hart. Wir sind 3 tot. Bitte macht was und sterbt nicht von der letzten. Meine Fresse. Ich gefühl wieder halb tot bin. Wegen so einer Scheiße. Kannst mich mal, Alter. Setze ich dir so Hits mit, Alter. Wo kommst du wieder her? Ich habe keine Ahnung. Oh, es macht Spaß, ne? Es macht Spaß, ne? Es macht so Spaß. Führung! Danke! Ja, dass ich da jetzt sterbe, war klar.
Aber wenigstens habe ich diesen Star-Mond weggemacht, der immer so hässlich wegrollt. Gott! Nein, jetzt stirbt doch die Scholle! Nein! What the fuck? Wo ist der andere weggegangen, Alter? Der braucht wieder nur einen Hit. Es kann nicht sein, dass die einfach vollgeschlagen einfach immer davonkommen. Hallo, Mates. Bitte. Oh, nice. Nein. Zone. Hallo. Die ist doch... Ich wollte gerade sagen, die ist doch komplett gelb, Mann. Hätten die das jetzt doch hingekriegt, ne? Warum der hat einfach einen Disconnect gehabt, ne? Meine Fresse. Ich wollte gerade sagen, Junge, willst du mich verarschen, scheiß Tone, ne? Wenn du mir den Sieg jetzt doch genommen hättest, ne? Junge. Meine Fresse, ich hasse es so. Diese scheiß Tone, die war komplett gelb. Du musst 100% sterben. Und sage ich ja, ich habe tatsächlich noch einen Rang geskippt. Es ist einfach nur lächerlich. Ich wäre gern A gewesen. Aber nein. Man wird direkt immer Ränge geskippt. Ich find's nicht gut. Das ist einfach Müll. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, falls ich nochmal sowieso sowas Best-of-mäßiges machen soll und schneiden soll, so ein bisschen mal aufwendig und so, wie beim letzten Mal, dann lasst es mich gerne wissen. Es hat einigen doch gefallen, aber es würde mich trotzdem interessieren, ob ich das mal wieder machen soll. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wie schon zum zweiten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und was für Kack-Maps, Alter, im Battle Commando.